Guten Morgen, meine Freunde. Bevor ich jetzt hier anfange, vorher habe ich eine E-Mail bekommen von einem potenziellen Kunden, der hat gesagt, wir hätten mir gerne sein Gerät geschickt, aber nachdem er die Videos gesehen hat, lässt es lieber. Unter anderem war ein der Gründe, dass ich nebenbei mit dem Handy rumspiele. Ich habe mir zweimal geschworen, dass ich sowas nicht mache, aber Alter, was bist du für einer? Ich spiele mit dem Handy in meinen Videos so rum, wie ich will. Das ist mein... Ich mache ja, was ich will, wenn ich mich nackt ausziehe und die Videos mache. So viel dazu. Total Blödsinn. Wir haben ein iPhone 6S von Herrn Klinsmann. Danke nochmal übrigens. Der hat gesagt, das Video kann ich machen. Das passt. Wir haben das Problem, dass wir kein Netz haben. Wir schieben jetzt hier mal eine SIM-Karte rein. Keine SIM. SIM-Karte rein. Ich noch mal eine E-Mail kriege, ist übrigens meine SIM-Karte, ja, das passt schon. 3704 ist mein PIN, falls es jemand interessiert. Und dann haben wir sofort... Dann haben wir normalerweise sofort kein Netz. Es kann sein, dass wir jetzt hier das Problem haben, dass wir auf dem Bauteil, was ich denke, was kaputt ist, irgendeine gebrochene Lötverbindung haben oder dass das allgemein kaputt ist, weil normalerweise haben wir kein Netz, so wie jetzt, sofort. Wir haben kein Suchen, wir haben nichts, wir haben einfach kein Netz. Wir haben eine E-Mail, die zeigt er uns an, oder nicht so, Sternrate, nur 6 Harte. Das passt alles, bloß wir finden sofort kein Netz. Kann sein, dass hier der, also ich sage WTR-IC hundertprozentig, dass das so in der Anfangsphase ist, da wo es dann sporadisch noch funktioniert und sporadisch nicht funktioniert. Ihr seht ja jetzt auch wieder kein Netz. Also von 10-mal rein und raus SIM-Karte geht es dann mal vielleicht kurz wieder, dass er was anzeigt. Es geht also hier nichts. Ich kann es nochmal ausprobieren. Und hier haben wir Netz. Wo ich jetzt sitze, also es muss funktionieren. So, ein Netz, nichts. Was ist hier kaputt? Ich sag WTR, IC ist meine Meinung. Behaupte ich jetzt einfach mal. Mal haben wir keinen Baseband-Fehler. Wir haben E-Mail-Nummer, die wo angezeigt wird. Und SIM-Karte wird auch erkannt. Ich würde sagen, wir machen das Gerät einmal auf, dann schauen wir mal, was hier so vor sich geht. Vielleicht haben wir auch einen Feuchtigkeitsschaden, das kann eigentlich alles sein. Bloß normalerweise bei dem Fehlerbild WTR IC ist ein bekannter, ganz bekannter Fehler beim iPhone 6S. Kommt ganz oft vor, genau eigentlich wie beim 6er Spaceband Problem war. Ist auch ganz oft wahr. So, hier haben wir keinen Feuchtigkeitsschaden. So wie das Gerät ausschaut, ist das mal ist das ein Austauschgerät gewesen. Zumindest der Folie nach. Oder wird das Gerät ewig lang nicht benutzt? Das kann auch sein. Genau. Jetzt bauen wir uns hier erst einmal die Platine aus und schauen uns mal das alles an. Machen wir einfach einen neuen IC rein und dann schauen wir mal, ob das Fehlerbild verschwunden ist. Normalerweise schon, wie gesagt, der Fehler ist extrem bekannt und liegt eigentlich zu 99,9% an dem WTR-Chip. Ich ziehe mir hier noch die Folien ab vom Display. Gut, genau. Was soll ich noch dazu sagen? Ja, ich war gestern nicht da. Ich habe gestern hat mein Sohn Geburtstag gehabt. Habe ich jetzt kein Video gemacht. Ich habe auch heute nichts mehr sonst, was ich sonst noch machen werde. Vielleicht. Naja, vielleicht habe ich doch noch was. Vielleicht habe ich doch noch was. Jetzt schauen wir mal. Bauen wir uns hier wieder mal die Platine aus.
Die Reparatur hier ist relativ einfach. Ihr müsst nur einen BGR-Baustein austauschen und dann funktioniert die ganze Sache wieder. Was hier nicht funktioniert bei dem WTR, ist ein Reball, weil der IC defekt ist. Hier ist also keine gebrochene Verbindung schuld, sondern in der Regel ist der IC defekt und muss demnach ausgetauscht werden. Ist zumindest das, was ich so bemerkt habe. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und naja, es ist auf jeden Fall hat das nicht funktioniert nach einem Reballing. Deswegen sage ich einfach jetzt mal, das Ding muss raus. Schauen wir mal. So, das ist alles weg. Und ziehe den Kleber noch runter. Der nette potenzielle Kunde, der wo man übrigens geschrieben hat, der hat auch noch eine E-Mail-Adresse geschrieben, auf die man nicht antworten kann. Wahrscheinlich irgend so Internet-Dings und auch völlig anonym mit Betreff Zaunstreichen und hat das ein Zeug. Also, Junge. Und ich verhalte mich hier wie Erwachsener und dann könntest du das doch auch machen. Ist doch nicht schlimm. Ich werde nicht jedem Gerät nachrennen, was ich irgendwie kriegen könnte und damit irgendwas an meiner Arbeit verändern oder was? Gut. Ganzen Kleber tun wir noch weg, weil er natürlich später erneuert wird. Und dann braucht man diese Reste hier natürlich nicht im Gerät rumflacken lassen. Das ist natürlich dann Blödsinn. Kurzumplatte ist draußen. Wir sind hier fertig. Das ist auch alles weg. Dann können wir das eigentlich entnehmen. Nee, wir können es nicht entnehmen. So, jetzt geht es so raus. Genau. Wo sitzt unser WTR? Er sitzt hier unten drunter unter dieser Abdeckung. Es handelt sich, wenn das der Fehler ist. Und diesen schwarzen Baustein hier, überhalb von diesem großen. Ich mache jetzt gleich schon mal hier alles sauber, schon für später wird eine neue Abdeckung. Wie gesagt, wir haben ja mit Sicherheit kein Baseband-Problem. Baseband beim iPhone 6S ist sowieso extrem selten. Die haben dann nach dem 6er schon dazugelernt. Was das Baseband angeht, was dann andere Sachen angeht, leider wieder nicht. Also, naja, das ist halt Apple. Aber wenn es nicht so wäre, dann hätten wir alle keine Arbeit und von dem her passt das dann schon. Ja? Gut. Ich lege die ganze Sache mal hier auf meine Unterhitze. Wenn das hier ein bisschen fest. Und dann schauen wir mal das Mikroskop. Vielleicht geht es ja heute auch gleich. Nö. Es wäre auch zu verwunderlich gewesen, wenn das hier gleich mal funktioniert. Von dem her. Jetzt geht was. Und schauen wir mal. Bisschen Licht wäre auch noch gut, gell? Dann schauen wir mal. So, also wie gesagt, das hier ist der Baustein, um den es geht. Steht sogar, glaube ich, drauf, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. WTR 3925, glaube ich, kann man lesen, genau, gut. Ja, den nehmen wir uns jetzt runter. Und dann schauen wir mal, ob wir nachher hier Glück haben.
Bis das ein bisschen mehr wird, hole ich mir mal gleich den neuen. Das wäre also dann später der neue IC. Ne? Dann legen wir uns da mal auf die Seite. Und dann legen wir mal los. Alexa, Antenne Bayern. Dann machen wir uns ein bisschen Radio an. Und dann geht das weg. Weg damit. Und nehmen wir uns hier ein bisschen das Logo runter. Ich warte immer noch auf meine neuen Lötspitzen. Es ist wirklich Wahnsinn. Das reicht hier völlig aus so. Neuer IC. Ich fahre jetzt hier nicht ewig mit einer Blödblitze drüber. Nicht weil ich nicht will, sondern weil ja einfach so viele Bauteile sind, auf die man dann aufpassen muss. Und wir haben deswegen auch kein besseres Ergebnis danach. In dem Fall nicht, das passt alles wunderbar so. Gut. Das war es eigentlich schon wieder. So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Flussmittel. Thank you.
Gut. Das sollte so passen. Nehmen wir uns das mal runter, schauen das vielleicht mal von der Seite an. Schaut gut aus. Dann legen wir uns das hier mal zum Abkühlen hin. Und dann können wir eigentlich das ganze Sachen schon wieder testen. Ich check nochmal schnell mein Handy. Dann schauen wir mal, ob es das schon war. Gut. Dann ist der Homebutton, der Power-Button ist ja auch ein bisschen hier schon Schraube rausgefallen nochmal. Jetzt hier eingespreizt. Wo gehört denn die Schraube hin? Da ist noch ein helligte Schraube im Gerät. Und dann mal schauen, ob wir das finden. Gut, das Gerät ist an. Machen wir das jetzt hier wieder auf die Kamera. So. Jetzt. Machen wir das mal so. Dann tun wir uns mal die Maus hier wieder weg. 3704 und da haben wir sofort wieder unser Netz. So, und jetzt kommt das große Aber oder schauen wir mal. SIM raus, SIM rein. 3704 Netz, SIM raus, SIM rein. Also, die Sache ist behoben. Das war unser WTRIC 1000% reproduzierbar. Passt. Ich würde sagen, das passt. Und somit hat sich das erledigt. Wo ist denn eigentlich die Kamera? Hier, die Kamera, sollte eigentlich hier sein. So ein bisschen zumindest. Weiß nicht, wie die jetzt dahin ist. Komisch. Naja, was soll's. Also das funktioniert. Das Gerät ist fertig. Ich mache jetzt noch ein kleines anderes Video. Da geht es um was ganz Einfaches. Wir wollen mal zeigen, wie man von so einem... bin ich überhaupt richtig? Wie man von so einem iPhone 7 Display das Backlight auswechselt.
Bei einem Backlight hängt ja auch unser Kabel für die Touch-ID zum Beispiel mit dran, wo dann nachher über den Home-Button aufs Gerät übertragen wird. Und das ist das Kabel, was immer so leicht abreißt oder mal einreißt. Und wenn er hochwertige Displays benutzt, macht es durchaus Sinn, dass man auch das Backlight tauscht und dann kein neues Display braucht. Machen wir im nächsten Video. Ihr könnt auf Gefällt mir drücken, könnt auf Abonnieren drücken, ihr könnt auch Hass-E-Mail schreiben. Das ist mir eigentlich scheißwurscht. Macht es gut, viel Spaß und bis gleich. Servus.